Wenn wählen, dann richtig. Jetzt Testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. Fünfmal in und um München. Just drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute aus Neuaubing. Und zwar entsteht hier sehr wahrscheinlich etwas ganz Besonderes wieder. Ein Experte, Wolfgang Nöth, hat sich hier um ein 20.000 Quadratmeter großes Areal gekümmert und kümmert sich noch, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Herzlich begrüßen, Herr Nöth. Herr Nöth, wenn man hier reinkommt, dann merkt man schon, das ist Ihre Handschrift. Also auch schon von außen, wie das angemalt worden ist hier. Was planen Sie denn hier? Also was wir vorrangig planen, ist der Umzug eines Antikmarktes und Rödelmarktes von Freimann nach Neuaubing. Mhm. Und in den Hallen sollen eben feste Stände rein, feste Händler, welche jetzt in Freimann das verlassen müssen. Und München hat halt keine Herberge mehr für Leute, die auch unter anderem auf der Duld ihre Stände haben. Und wir müssen einfach eine neue Heimat finden. Und zwar, wir können hier nicht Kultur und Kunst einfach vernichten. Und Antiquitäten, es ist ja teilmuseales Zeug, was hier verkauft wird. Das können wir uns dann später mal anschauen. Ja. Und da brauchen wir einfach eine Herberge. Und das ist hier der wahre Ort, der richtige Ort. Das ist gewachsen. Seit 100 Jahren steht die Schlafwagenfabrik in Neuaubing. Und die Schlafwagenfabrik soll jetzt aufwachen wieder. Jetzt, ich bin zwar nicht der Märchenprinz wie bei Dornröschen, der das wach küsst, aber das müssen dann die Händler selber gemeinsam. Aber das greife ich gerne auf. Sie haben hier in unserer Stadt schon so viel wach geküsst, wo eigentlich überhaupt niemand gedacht hat, dass da überhaupt irgendwas entstehen könnte. Wie kommen Sie denn eigentlich immer auf diese Areale? Wie finden Sie die? Ja, man muss suchen, Geduld suchen, alle Makler anschreiben, alle Immobilienverwerter anschreiben, große Firmen anschreiben und dann irgendwann flattert mit der Post schon irgendein Stück hinein. Mhm. Und das hier hat eben eine Bekannte von mir gekauft, um hier einen Antikmarkt entstehen zu lassen. Mhm. Und nicht wie die Bürger Neuaubings immer noch der Meinung sind, der Nöth kommt, jetzt kommen 40 Diskotheken. Ja. Ich kann das alles verstehen, aber es kann ja nicht sein, dass das ein Stigma ist für mich, weil ich immer 33 Diskotheken gebaut habe. Bin ich kein Diskothekenunternehmer. Aber wir müssen trotzdem mal in die Historie kurz gehen, ja. Herr Nöth. Ihr erstes Projekt, was war das hier in München und was waren die anderen? Das erste war das Fraunhofer in der Fraunhoferstraße, die Gaststätte Fraunhofer mit Beppe Bachmeier, der jetzt die historische Wiesn zum Teil mit betreibt. Der hat quasi Sie in die Gastronomie reingeholt, oder? Ja, das kann man richtig sagen. Der hat mich reingeholt. Die haben wir einen Brauch, der hinpackt und zupackt. Und das haben wir auch gut geschafft gemeinsam. Und der Peppi hat schon damals mich auf die Idee gebracht mit Antiquitäten, weil er hat ja selber einen Antiquitätenladen oder Handel oder seine ehemalige Lebensgefährtin. Und da verdanke ich Herrn Bachmeier, Peppi, eigentlich meine Gastro-Karriere, ob die immer gut oder schlecht war, das kann man dahingestellt lassen. Und ich verdanke ihm auch die Liebe zu Antiquitäten und zu alten Dingen. Da gibt es diese wunderschöne Geschichte, dass Sie dann in dieser Kneipe nicht genug Platz haben. Genau, und dann haben wir in dem Theater hinten eben, da hat er Zimmerschied gespielt. Und da war das immer schwierig. Und der Bruno Jonas ging dann zu den zu der Lach und Schieß. Der Jörg Hube mit dem Herzkasperl ging zu den Kammerspielen, zum Herrn Dorn. Und dann kommt der Sigi zu mir und sagt, Wolfgang, du, ich habe jetzt ein Theaterstück, da sind mehr auf der Bühne wie im Zuschauerraum Platz haben. Ich muss aufhören. Dann sage ich, ja, dann schneiden wir einfach die Bühne weg. Dann habe ich dann 8:30 mit der Kreissäge die Bühne abgeschnitten und habe gesagt, dann haben wir Platz genug. Dann hat sich das aber nach Theaterfabrik Unterföhring auch verlagert, die ganze Zimmerschied- und Kabarettszene. Und dann kam natürlich dieser Wahnsinn in Riem auch irgendwo, ne? Ja, dann war eben Riem wieder offen. Riem war leer, 17. Mai 1992. Wurde der Umzug gemacht und dann war die Ausschreibung in Riem und dann waren verschiedene Bewerber und da bin ich eben mit in die Endentscheidung gekommen und über einen Christian Ude oder über Protegiert bin ich nicht worden und ich habe auch nichts gespendet.
man hat einfach die Leistung vom Fraunhofer und von der Theaterfabrik gesehen und hat mir einfach gesagt, okay, dann machst du das. Ja. Ich meine, das muss man sich ja noch mal vor Augen führen. Da sind an einem Wochenende 50.000 Leute hingepilgert. Ja, das ist richtig. Um da zu feiern. Wurden auch sehr viele Kontrollen gemacht vom KVR wegen Überfüllung etc. Ja. Aber das KVR hat da nichts gefunden und es war nicht dementsprechend. Diese Hypothesen, da 100.000 Leute, es waren in 3 Tagen 50.000 Leute. 50.000 Leute. Und das ist natürlich etwas, womit da eigentlich keiner gerechnet hat. Ne? Das hat keiner gerechnet, aber ich kann nicht ein Geschäft aufmachen und sagen, hoffentlich kommt niemand. Ja. Ich meine, die Behörden sagen ja immer, das können wir für 2.000 genehmigen. Dann sage ich, wir brauchen nur 800. Ja, sie können aber 2.000, weil das ist einfach so. Wir haben hier einen Betrieb, den wollen wir optimal ausnützen. Und es war in Riem genau dasselbe, waren 4 Hallen. Und da kann man nicht sagen, heute dürft ihr da spielen, morgen in der ersten, in der zweiten, in der dritten, jeden Tag in der anderen. Es ist ein Gesamtprojekt gewesen, ein Gesamtkonzept. Und es hat auch funktioniert. Das kann nicht jeder. Also ich meine, das merkt man ja auch bei Restaurants und bei Diskotheken. Manche machen da was auf und müssen 3-4 Wochen später wieder schließen. Bei Ihnen weiß man, dass das bei diesen riesigen Projekten, Sie haben ja dann auch den Kunstpark Ost danach gemacht, dass das einfach funktioniert. Was ist es, was glauben Sie, wenn Sie sich mal selber analysieren, was Sie diesen Erfolg haben lässt? Ja, man muss einfach nicht beim ersten Gegenwind schon aufgeben. Das ist jetzt so ähnlich wie Neuaubing. Da blast der Wind scharf entgegen, aber da haben wir kein Problem damit. Man muss auch die richtigen Leute finden. Man muss schauen, wer tut mit. Und denen muss man auch Mut machen. Also ich meine, ich kann das vom Kunstpark Ost, die Nachfolge in der Stadt, der Kunstpark Mitte München jetzt, sagen wir mal, nennen wir es einfach mal so frech, sind ja alles Leute, die alle eben im Kunstpark ihre Karriere begonnen haben. Ob das die Milchbarbetreiber sind, das Harry Klein, wie all die Leute heißen, Rote Sonne oder wie auch immer, die waren alle im Kunstpark, haben ein Lokal dort gehabt und haben gemeinsam mit mir gemeinsam das geschafft. Ich alleine schaffe das nicht. Man muss das immer gemeinsam sehen. Das ist eine Teamarbeit, obwohl jeder seinen eigenen steuerrechtlichen Laden hat, sein steuerrechtliches Gewerbe betreibt. Aber in der Gesamtheit muss das ein Team sein. Das ist keine Kommune, keine Wohngemeinschaft, das muss ein Team sein, das funktioniert. Man braucht natürlich auch gewisse verrückte Leute dazu. Ja, klar. Und der eine oder andere, der sagt jetzt, der Nöd, der ist ja super Millionär geworden bei dieser ganzen Geschichte. Aber im Grunde genommen ist dieser Vorwurf ja schon allein sehr fragwürdig. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um? Ja, früher habe ich mich mal aufgeregt, habe meine ganze Buchhaltung auf den Tisch gelegt, habe jedem meine Buchhaltung gezeigt und erklärt, das ist mir eigentlich wurscht. Weil es ist ja keine Schande, wenn man arbeitet, dass man Geld verdient. Natürlich. Ich habe vorher auch gearbeitet und habe auch gut Geld verdient. Ja. Und also wenn das heute eine Schande ist, wenn man Erfolg hat, und ich sage immer eins, einen Erfolg, den musst du da arbeiten. Einen Neid, den kriegst du geschenkt. Jetzt sind Sie aber nicht derjenige, der dann auch in diesen Discos mittanzt oder an der Bar rumsitzt. Nein, das nicht, weil für mich sind halt mehr die Aufgaben, die Umbauarbeiten und so weiter. Also, ich mache Musik, ich mache auch gerne Konzerte. Ja. Ich habe ja jetzt eine Tochter, die in England studiert und Musik macht und schon eine Band drüben, 2 Bands hat. Wie alt ist sie? 19. Aha. Und nee, mit Tanzen tue ich nicht. Ich schaue mir das von der Ferne an und analysiere, was kann man besser machen. Aber welche Musik gefällt Ihnen denn persönlich? Also Rockmusik halt. Nennen Sie mal ein paar Bands? AC/DC oder Motorhead. Ach schon. Vollbeat, also das ist schon, schon ein bisschen heftig, kräftig. Würden Sie sagen, dass es in unserer Stadt eine Konkurrenz zu Ihnen gibt? Ist da einer? Na, wer sich das einbildet, der hat eine Konkurrenz, der hat schon verloren. Ich mache mein Ding und andere machen ihre Sachen. Und ich weiß auch nie, was andere Leute Miete bezahlen müssen, was sie für Kosten haben, für Unkosten. Ich kalkuliere nach meinen Papieren, nach meinen Unterlagen, nach meinen Kosten und andere müssen halt ihre Kosten berechnen. Und wenn sie billiger vergeben können, ihre Räumlichkeiten, ihre Getränke, das müssen sie selber wissen. Also ich schaue nicht auf andere, das wäre ein Irrtum. Und ich hole mir Inspirationen aus England mittlerweile. Ich habe, wie gesagt, eine Tochter, die war jetzt 3 Jahre im Internat drüben, jetzt studiert sie drüben. Mhm. Und die informiert mich pausenlos über neue Trends in England. Und jetzt geht es erst richtig los. Denn ich meine, ich fange jetzt erst mal an, richtig wieder. Dies hier ist ja nicht
so, wie Sie es vorgefunden haben. Nee. Das haben Sie ja sozusagen drauf gemacht. Ja, das ist der sogenannte neue Chevy Look. Chevy Look, ja. Ja. Und ich finde es aber gut, dass man auf alte Fabrik jetzt nicht da picobello fein streicht. Das ist einfach gebraucht, abgenützt, alt. Das ist wie bei Schränken. Es gibt Leute, die kaufen sich einen Barockschrank, der ist 300 Jahre alt und sagen, der knirscht, der quietscht. Da ist ein Riss im Holz, ja, das arbeitet alles. Das ist ja nicht tot hier. Also das muss man schon so behalten, wie es war, und das werden wir auch wieder so herrichten, wie es war. Wenn Sie sich so ein Grundstück das erste Mal angucken, haben Sie dann im inneren Auge schon so eine Vorstellung, wie ja, es aussieht, wenn es fertig ist? Das ist schon fertig. Es ist ja gleich fertig, ich meine, da machen wir nicht mehr lange rum. Die ersten Händler, da kommt schon wieder ein Händler, Dr. Hoffmann, der Arzt, der hat auch Antiquitäten, und die wollen ja alle da. Da will man jetzt dabei sein, gell? Da muss man jetzt sich bei Ihnen anmelden, genau. Um dann noch einen schönen Platz zu finden. Es ist Fläche für jeden da, also das kriegen wir gut. Mit wie vielen Leuten rechnen Sie hier? Aussteller, also 70, 80. Und so Publikum? Sie brauchen für Antiquitäten nicht eine Herde von Menschen, Sie brauchen Leute, die was kaufen. Das ist wahr. Eine Herde von Menschen, die trampeln nur alles nieder. Sie brauchen Leute, die ein Gefühl haben, die was kaufen. Und wir haben auch, es gibt auch genug Kunden in München. Wir haben sehr viele Italiener. Also München ist ja eigentlich die teuerste Stadt in Deutschland. Aber bei Antiquitäten ist es fast die billigste Stadt. Aha. Das ist sehr erstaunlich, dass die Italiener, die Schweizer, die Österreicher, die Polen, die Tschechen alle nach München kommen und kaufen. Und es wird alles wieder zurückgekauft. Alles, was wir geraubt haben vor 20 Jahren, kauft der Ostblock wieder zurück. Es ist sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Wir müssten uns jetzt mal innen drin angucken, denn da drin haben Sie ja auch wunderbare Antiquitäten. Ja, haben wir ein paar schöne Sachen fürs Karussell, also für gewisse Jahrmarktgeschäfte. Aber die können wir uns jetzt mal gemeinsam... Schauen wir uns an. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also, auf dem Weg zu Ihren Antiquitäten muss man sich natürlich auch diese Halle hier erstmal anschauen. Das sieht natürlich fantastisch aus, und hier kann man sich auch wirklich schon vorstellen, wie dann hier drin das Leben abgeht. Ne? Ja, was mussten Sie hier alles machen? Eigentlich alles. Es war nichts da. Also wir haben jetzt ja hier schon diesen sogenannten Chevy Look weitergeführt. Es bleibt jetzt, wie es ist. Was wir hier machen müssen, ist den Strom verlegen, die Heizung verlegen und dann das Wasser. Und dann haben wir natürlich noch eine kleine Geschichte uns ausgedacht, diese Grube, Montagegrube. Ja. Das ist ja die Montagehalle, die große der Schlafwagengesellschaft gewesen. Die sind hier repariert worden? Die sind repariert worden, gereinigt worden und Bremsen, Überholungen etc. Weil diese Schlafwagengesellschaft war nicht eine Tochter der Bahn, es war eine unabhängig eigenständige Firma, die internationale ISG und DSG. Und die haben hier ihre ganzen Wegen gewartet, die Kundendienst und TÜV etc. Und hier haben wir eine Montagehalle, und die werden wir jetzt schön mit Glas überdecken, damit es alles sichtbar bleibt. Und hier unten werden wir dann irgendwelche Dekorationen aufbauen, eventuell eine große Modelleisenbahn laufen lassen, schön, die man dann anschauen kann, weil die Glasscheiben sind alle da hinten. Es ist Panzerglas, gerippelt, also dass es rutschfest ist, feuerfest ist, bruchfest. Und dann kann man eventuell diese Eisenbahn hier reinbauen, und dann könnte man drauf sitzen. Wissen Sie, wen Sie da unbedingt als Berater sich holen sollten, wenn Sie da eine Modelleisenbahn laufen lassen? Den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Der hat bei sich zu Hause im Keller, ich habe es auch noch nie gesehen, aber eine riesige Modelleisenbahn. Ja. Vielleicht kann er Ihnen Tipps geben. Müssten Sie mal nachfragen. Ja, ob der Herr Seehofer als König von Bayern sich jetzt herunterlässt. Warum nicht? Und sich für sowas interessiert. Mag sein, privat. Er ist halt in der anderen Partei. Also für mich, ich habe zwar kein Problem mit ihm, finde es in Ordnung teilweise, aber vielleicht können wir da in dieser Eisenbahnsituation nochmal die bayerische Maut dann auch noch diskutieren. Genau, kann man sich genau mal kennenlernen. Ja. Ja, nee, aber was ist denn eigentlich für so ein Areal jetzt mal wichtig, damit es funktioniert? Also es muss ja auch eine gewisse Infrastruktur da sein, damit die Leute herkommen können, Parkplätze. Ja, Parkplätze haben wir da, 260 Parkplätze haben wir, die S-Bahn haben wir direkt vor der Tür, das sind 5 Meter, also 20 Meter zur S-Bahn rüber. Am besten ist immer in den letzten Waggon setzen, dann haben sie am wenigsten Weg zu uns rüber, vom S-Bahnhof Neuaubing. Also ich sehe das alles nicht problematisch. Wir haben, wie gesagt, eine Bezirksausschusssitzung hinter uns.
Da waren die Wellen hoch, der Nöt mit Disco, 40 Diskotheken, Kunstberg West. Und ich finde es einfach lächerlich. Ich habe klar und deutlich ausgedrückt, was ich hier machen will. Und Hypothesen und Überlegungen, ja, der Nöt braucht der Disco, sonst kann er sich das alles gar nicht leisten. Das müssen die Leute mir überlassen, was ich mache. Aber Sie haben dieses jetzt hier als Eventhalle deklariert. Es ist eine Eventhalle, weil es ist zu schade, hier Stände reinzunageln und reinzumauern. Ja. Ich finde die Halle historisch toll. Da muss man jetzt diese Eisen da, diese Geschichten noch ein bisschen rausbauen, weil das waren so Laufkatzen für Montagesachen. Aber ansonsten finde ich die Halle toll und die Halle sollte man so belassen. Und man kann nicht alle Gebäude einfach umfunktionieren in irgendetwas. Also ich finde das super und ich muss mir jetzt technisch mit Rauchabzügen noch arbeiten. Gut, eine Eventhalle hat halt andere Auflagen. Da kommen die Notausgänge, da kommen dann die Sprinkleranlagen etc. Aber da sind wir ja dabei, das zu machen. Herr Nöth, ich habe hier so ein paar Zitate. Da würde ich gerne mal, dass Sie darauf reagieren. Nöth ist Betreiber und Mitbetreiber zahlreicher weiterer Münchner Lokalitäten. So. Der Wolfgang hat eines Nachts eine Kreissäge genommen und ein Stück der Bühne weggesägt. Das hatten wir, so gehen 20 Leute mehr rein. Das war der Bachmeier. Baby Bachmeier war das, genau. Der hat das gesagt. Und jetzt kommt hier, es tut mir leid für die Baubehörde, dass ich mit meinen Ideen schneller war als Sie mit Ihren Genehmigungen. Ja, das ist halt, mein Gott, das ist in der Tat so. Die Beamten, die haben gewisse Zwänge. Da muss gewisses technische, umweltverträgliche und auch Sicherheitskonzepte müssen beachtet werden. Ja. Nur, aber die Kreativität, die kann doch nicht an der Baubehörde in Deutschland oder speziell in München hängen bleiben. Die müssen doch einfach, die Frau Dr. Merck sagt immer, die Architekten sollen mehr Mut haben. Mhm. Wenn sie mehr Mut haben, dann wird es zusammengestrichen. Und das muss doch einfach irgendwann einmal die Baubehörde kapieren, dass man ihnen gar nichts Böses will, dass man einfach was Kreatives München. Und ich gehe nicht aus München, das will ich leider zusagen, weil ich scheiß auf Berlin, ich scheiß auf Leipzig. Wir bleiben da und kämpfen für München weiter. Was mich verwundert ist, dass Sie immer noch anscheinend hier und da Probleme bekommen von Baubehörden, weil ich meine, Sie haben doch jetzt über die Jahrzehnte bewiesen, dass bei Ihnen nie irgendwas passiert ist. Wir haben keinen Toten, wir haben keine Unfälle in dem Sinn. Den einzigen Unfall habe jetzt ich erlebt in meiner ganzen 35-jährigen Karriere, wo ich den Schmarrn mache. Der einzige Geschädigte war jetzt ich mit meinem Anbruch passiert. Aber das sollte man doch einmal würdigen und einmal nachschauen. Der Nöt hat nie einen Unfall, es ist nie eine Massenpanik. Wir haben Verkehrskonzepte, wir haben Versammlungskonzepte, Evakuierungskonzepte, wie in Freimann draußen, nimmt sie nicht, wenn da 6.000 Leute kommen. Also wir wollen, schauen Sie mal her, ich habe einmal einem Beamten Folgendes gesagt. Der Nöt, sagen Sie, ist gierig, will nur Geld, Geld, Geld. Sage ich, finde ich gut. Ja, sage ich, aber glauben Sie, dass ich so blöd bin, 100 Millionen zusammenraffen würde und dann mir eine Notausgangstür erspare und dann im Gefängnis sitze? Was soll ich mit dem Scheiß? Sage ich, was wollen Sie denn? Ich will gut schlafen und ich möchte, dass meine Gäste alle gesichert sind. Und das war mir immer ein Anliegen. Man hat manchmal vielleicht in früheren, in den Anfänglichkeiten, in der Anfangszeit, manches nicht überrissen, aber man ist nicht älter geworden, man ist wohl schlauer geworden. Was nützt mir das ganze Geld, wenn ich in Stadelheim sitze? Da habe ich ja nichts davon. Und vor allen Dingen, ich meine, Sie holen ja auch Leute nicht nur aus München in Ihre Areale, sondern aus dem Umland und eben auch aus ganz Deutschland. Wir exportieren Spaß. Wir sind nicht MAN, die Panzer bauen. Wir bauen, und nicht BMW, die Autos bauen. Wir bauen Spaß für Leute von auswärts. Und es muss auswärtiges Geld in die Münchner Kasse fließen. Das schaffen Sie ja. Und so kann die Stadt bestehen. Und wenn alle so ein bisschen Dinger würden, müsste man ja nicht die Steuern erhöhen. Und das war ganz wichtig, dass viel mehr Genehmigungen ausgesprochen werden. Aber München ist halt leider Gottes ein dermaßener Zuzugsort, dass man sich in München für Underground, wir haben in München, schauen Sie mal, was kommt denn aus München? In Musik, in der Musik, was ist noch bestehend? Die Spider-Murphy-Gang vor 30 Jahren und jetzt die Sportfreunde Stiller. Sollte es München sein, dass wir zwei Bands in 30, 35 Jahren noch produzieren, nur hier bekannt sind, der Rest ist abgehaut, ausgezogen, untergegangen, weil es keine Flächen gibt. Und da macht die Stadt für mich
Ob es die Politik so will, das weiß ich nicht. Manche sagen, die Verwaltung macht es so, manche sagen, die Politik macht es so. Ich finde, dass München Flächen auch braucht für junge Leute. Ich bin jetzt 70 Jahre geworden vor zwei Wochen und ich muss ja nicht bis 100 herumkrabbeln. Ich bin der Meinung, die Stadt München muss jungen Leuten jetzt aufpassen, dass nicht die letzten Flächen wirklich noch zugebaut werden mit Glas und Granit und Marmor, sondern dass man jungen Leuten noch eine Chance gibt. Die Dachauer Straße ist weg, die Negerhalle ist weg, es ist alles weg. Es gibt ja nichts mehr. Oberföhringer Krankenhaus ist weg. Gut, das ist kulturell zugeordnet zum Bezirk Oberföhring. Aber was ist denn jetzt hier das Problem? Ich meine, das ist ja... Hier ist das Problem, dass das eigentlich ein ruhiges Gewerbe ist, wo wir hier anstreben. Also die Schränke machen keine Musik und die Kommoden und die Lampen. Sondern das ist die vorherrschende Meinung, der Nöd kommt, der Nöd macht wieder Krach. Ja, aber... Ich bin nicht ruhig, ich bin nicht Staat und ich möchte nicht einen Krach machen, um die Leute zu ärgern. Ich möchte einen Krach machen, um den Leuten was zu zeigen, was schön ist. Genau, und der Bedarf ist ja da. Die jungen Leute wollen sich ja irgendwo treffen und sich irgendwo. Und jeder, der hier reinkommt, es waren verschiedene Filmteams hier, die sagen, nicht, mach ja die Halle nicht kaputt, die ist affengeil, nichts umbauen. Lass das alles, wie es ist. Da können wir immer wieder schöne Sachen machen. Ja, auch mit dem Tageslicht, was von oben reinkommt. Nicht? Das sicher, die meisten sind in dunklen Höhlen, da wo du nirgends was siehst und über die Sachen fällst. Sagen Sie mal, jetzt haben Sie ja diesen Kunstpark Ost, das ist ja auch Ihr Baby. Und dann waren irgendwie die Verträge zu Ende. Und dann haben Sie aufgehört und ein anderer hat es weiter betrieben. Wie schmerzhaft ist denn sowas? Das ist für mich überhaupt nicht schmerzhaft, ich finde es super. Das ist ja nicht nur das einzige Objekt, wo ich raus bin und nicht mehr dabei bin, sondern es sind ja viele, viele, viele Sachen. Ob das der Peppi jetzt, ich weiß nicht, ob es Mariandl überhaupt noch hat in der Goethestraße. Das Mariandl war auch so eine Geschichte, da ruft mich ein Biervertreter an von der Brauerei und sagt, nö, da war eine super Kneipe, die könnt ihr haben. Dann bin ich schnell hingefahren. Dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich das Fraunhofer aufgegeben. Jetzt habe ich das ganze Klarzeug aufgenommen, mit Peppi angerufen. Ich sage, Peppi, hier die schönste Kneipe von München. Das ist ein Musiklokal, da war der Dr. Forchheimer sehr aktiv. Und der geht mir halt auch schwer. Der fehlt München in der Kultur schwer. Ist zwar nicht in meiner Partei, aber das ist wurscht. Aber er war ein super Typ. Und den hat man leider Gottes aus der CSU da ein bisschen abgedrängt. Weil er zu links war sozusagen oder zu offen. Und da hat der Peppi das Mariandl übernommen und hat es erhalten. Aber da mal kurz einhalten, die CSU ändert sich gerade. Unter Seppi Schmidt soll also das sehr viel progressiver werden. Vielleicht müssen Sie mal auch zu Dieter Reiter gehen und auch vielleicht zu Frau Nallinger. Das sind ja alles jetzt OB-Kandidaten, die sich auch irgendwo profilieren müssen. Und ich meine, das ist ja etwas, wo eigentlich keiner Nein zu sagen kann, was Sie jetzt hier planen. Na ja, gut, also... Ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, aber ich trete nicht in eine andere Kirche ein. Nee, sollen Sie ja nicht. Sie sollen die nur damit mit Ihren Projekten klarer konfrontieren. Also manchmal habe ich das Gefühl, der Schmidt ist SPD und der Reiter ist CSU. Es hat sich ein bisschen verwandelt und verändert. Den Nallinger kenne ich nicht, aber... Aber so ein bisschen Unterstützung. Wir haben ja morgen die ganzen Bürgermeisterkandidaten im Optimalgelände in der Theaterfabrik auf der Bühne sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr da drüben seid, da müsst ihr, glaube ich, einen Termin haben in der Theaterfabrik. Ja. Da bin ich auch drüben und dann schauen wir uns das mal an. Da können Sie ja mal die entscheidenden Fragen stellen. Da stelle ich mal die Fragen, das ist gerade morgen, das wäre nämlich ganz interessant am Samstag. Das macht der Michael Grill und da werden wir uns mal unterhalten. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass der Kandidat der SPD eigentlich ein CSUler ist und der CSUler ein SPDler ist. Also ich meine, irgendwie, ob das mit Populismus was zu tun hat, ich habe keine Ahnung, aber ich finde... Der Reiter müsste sich ein bisschen aufs Pferd setzen und reiten, dass was vorangeht. Also hier haben wir auf jeden Fall mal ein Projekt vorgestellt, was sich meiner Meinung nach wirklich lohnt, sich dafür einzusetzen. Und hier kann wirklich was Schönes entstehen. Alleine die Räume schreien ja danach. Ja, eben, das ist ja Sünde und Schande, wenn man das alles verkommen lässt oder lässt. Und ich sehe das ja gar nicht ein und ich bin ein alter Kämpfer und ich gebe da auch nicht auf. Und auch die Antiquitäten. Ich meine, wenn uns ein Professor, Dr. Heckel, der Leiter vom Deutschen Museum, immer besucht, immer am Flohmarkt, aber fast sonntäglich und samstags, in Freimann auf dem Flohmarkt sucht nach alten technischen Geräten und so weiter. Und er unterstützt es ja voll. Und er sagt ja, das ist wichtig, dass man diese Märkte hat
um überhaupt noch an Sachen ranzukommen. Und es gibt ja kuriose Dinge, die einfach verschwinden dann in der Mülltonne oder sonst wo. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe mir jetzt einen Bericht angeschaut aus England über das Alzheimer- und Demenzproblem. Und da gibt es einen Mann, einen Arzt in England, der hat jetzt eine neue Idee. Der richtet jetzt die Wohnungen der alten Leute, der führt die wieder zurück aus den Heimen in die früheren Räume, richtet die wieder ein und die Leute werden durch ihre Umgebung gesunden eher und haben eher eine Lebenschance wie in den sterilen, weißen Heimen. Jetzt bin ich gespannt auf den Bogen, den Sie da jetzt spannen, zu dem, was hier ist. Ja, und man muss einfach den Leuten wieder das Gefühl geben, dass sie wichtig sind, die alten Leute, und dass man ihnen auch zeigt, was sie alles haben. Wie oft hören sie am Flohmarkt, nein, das haben wir alles weggeschmissen. Weißt du, die Oma hat die ganzen Schmolzhaferl. Ah, jetzt habe ich's, okay. Ja. Die Oma hat alles weggeschmissen. Ja. Was verlangt der Sauhund? 20 Mark? Nein, oder Euro. Was haben wir? Wir haben alles in die Mülltonne. Ja, so, dann hätten sie es aufgekommen, dann waren sie halt eine reiche Frau. Jetzt haben sie alles weggeschmissen, jetzt haben sie nichts mehr. Nein, die Antiquitäten, wir wollen hier keine Firma Bernheimer eröffnen. Das können wir nicht, das wollen wir nicht, das braucht es auch gar nicht. Wir wollen hier was für jedermann und es funktioniert auch gut. Die ist ja auch schon in der Brienner Straße. Also ja, da, das müssen wir nicht kopieren, das brauchen wir auch nicht. Die Ohren machen das, wir machen das. Und hier soll das ein bisschen locker vom Hocker. Und wir brauchen auch Sachen für junge Leute, einen Stuhl für 10 Euro, einen Tisch für 20 Euro. Aber hier Studenten haben kein Geld. Aber hier könnte man dann schon als Unternehmen vielleicht mal am Samstag eine Unternehmensfeier machen. Kann man unter anderem, ja genau, wenn Messen sind in München. Ja. Oder es gibt ja jetzt viele Anfragen für Film hier drin in der Halle. Ja. Speziell, da soll jetzt ein Film gedreht werden. Da haben wir uns auch schon überlegt, ob wir umsteigen von dem ganzen Antik weg zur Drohnenproduktion. Nein. Weil hier soll ein Film gedreht werden von einem verwirrten Professor, der Drohnen baut. Also ein paar Szenen halt aus dem gesamten Film. Und die fanden das hier irre gut. Und vielleicht lassen wir dann im Drohnengeschäft, können wir mehr verdienen, ich weiß es nicht. Nein, tun Sie es nicht. Wir müssen jetzt unbedingt Ihre Antiquitäten anschauen. Ja, schauen wir uns mal darüber an. Genau. Aber wie viele Partner haben Sie jetzt hier bei diesem Projekt mit dabei? Einen, das ist der Herr Dünkel aus Stuttgart, das heißt aus Schlemmerhofen. Aha. Der Herr Dünkel, der unter anderem eben auch mit Autos in Freimann, in der alten Eisenbahnausbesserungshalle, dort das Meilenwerk installieren möchte. Und das Meilenwerk ist ja auch im Grunde genommen Herr Nöten, Antiquitäten für Autos. Damit man mal ungefähr so eine Idee hat. Ich meine, Sie gehen ja auch in Vorleistung. Sie investieren ja in so ein Projekt dann auch. In welcher Höhe muss man da so investieren? Also, hier brauchen Sie eine 500.000 locker. Ja. Auf dem Gelände. Da ist locker eine 500.000 angesagt, die man investieren muss. Und wo das ganz Schlimme ist, was die Stadt immer nicht kapiert, es geht bei mir und beim Herrn Dünkel, aber es gibt da kleine, junge Unternehmer. Sie mieten etwas an, der Hauswirt will sofort die Miete. Wenn Sie jetzt ein Jahr lang auf die Genehmigung warten, dann sind Sie pleite, bevor Sie die Tür aufsperren. Ja, ja. Sie müssen überlegen, manche Lokalitäten oder manche Orte kosten 10.000, 15.000 im Monat Miete. Mhm. Man kann dort was generieren, man kann da Geld verdienen. Nur, wenn ich ein Jahr nicht machen darf, was ich möchte. Dann zahlt man Miete und hat keine Einnahmen. Ja, und dann ist die Firma pleite. Zahlen Sie hier auch schon Miete oder irgendwo? Oder haben Sie es ab Oktober zahlen wir Miete, ja. Oktober Ja, und das ist halt auch eine Sache, wo ich sage, okay, wir können das durchhalten, der Herr Dünkel und ich. Nur, die Stadt soll doch ein bisschen helfen. Und wir wollen hier nichts umbauen, wir bauen ja auch nichts um. Das ist jetzt hier eine kleine Mauer, das ist technisch für eine Schaltanlage hinten. Eine Stromschaltanlage kommt da hinten rein, sonst hätte man das nie reinbaut. Ansonsten ist das eigentlich alles so, wie es ist, ja, wunderbar. Was war denn da drüben? Ja, das war ein Büro da oben und was weiß ich, was die da gemacht haben. Und das haben die, da war einmal ein Film hier drin, die haben dann das da hochgestellt und haben der Film, junge, kreative Leute, haben das alles da reingebaut. Das war oben eine alte Wand, eine Bretterwand und die haben das weggerissen und haben Bleche reingebaut. Und ich finde das super. Herr Nöth, das hat ja mal einer geschrieben, der Nöth, der hat kein Konzept, der stellt einen Raum hin und dann passiert da drin was. Ist das ein bisschen oberflächlich gesehen? Nein, das ist einfach, das ist so. Der Raum gibt dann irgendwelche Inspirationen, der Raum gibt dann Vorgaben. Ein Konzept kann man nicht machen für Kunst.
Wer ein Konzept für Kunst macht, das geht nicht. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere auch zu Ihnen kommt und fragt, wie machen Sie das? Weil ja, das kann man nicht erklären, das ist auch nicht erklärbar. Es gibt kein Konzept. Bei der Kunst darf es gar keine Konzepte geben. Einfach drauf los. Und manchmal auch was verändern, unter dem drauf los. Die Kehrtwende, was wegmachen, noch einmal machen. Aber jetzt sind Sie 70, wie Sie selber gesagt haben, ja, und sind aber immer noch so am Zeitgeist der jungen Leute. Denn Ihr Publikum, das geht ja bis 30 ungefähr. Ja, normalerweise. Ja. Gut, ich habe eine Tochter, die inspiriert mich sehr. Meine Tochter unterstützt mich sehr. Meine Tochter gibt mir neueste Tipps aus England. Aber per Telefon, weil den Computer kann ich gar nicht bedienen. Ich bin da wirklich ein Analphabet im Computergeschäft. Aber das ist auch nicht wichtig. Aber die spürt viel, die sieht viel, die war jetzt in Kempten, da auf dem großen Markt oder in dem Künstlerviertel in London. Ich sage, Papa, das ist alles ganz anders. Es ist alles anders. Da spielen auch junge Leute Theatergruppen in einem Pub drin vor 30 Leuten. Gute Schauspieler, gute Musiker. Man muss das einfach, aber da gibt es halt die Möglichkeit. Und wir sind ja in München nicht blöder wie die Leute in Berlin und London. Wir sind nur behindert und wir werden verhindert. Herr Nöth, die Stadt muss einfach wieder von dem Großen nur Geld, Geld, Geld. München kauft Kultur, München produziert nichts mehr. Ich meine, was wir hier sehen, das geht schon in Richtung Produzieren. Wenn Sie das alles hergerichtet haben, was stellen Sie sich jetzt hier vor? Das sieht alles sehr nach Oktoberfest. Ja, das ist halt Alte Wiesen. Alte Wiesen, ja, da hätten wir gerade, wir könnten selber eine Wiesen aufbauen. Ja. Wir haben mittlerweile so viel, dass man mit 10 Karussell und Geisterbahnen und alles auf die Wiesn, es ist ja nur ein Teil von allem, was man so über Jahrzehnte gesammelt hat. Und ich habe auch Mitstreiter, die da mittun. Also wir hätten ja wirklich einen Fundus für zwei alte Wiesen. Wir könnten es nach Augsburg und Nürnberg noch verleihen, parallel zur Münchner alten Wiesen. Nur wir müssen all dies. Der Heckel wartet ja immer, bis ich es im Deutschen Museum vererbe. Ach so, deshalb kommt er vorbei. Ja, da sage ich, mein lieber Freund Heckel, ihr habt so viel Geld, ihr könnt euch das kaufen, ich muss mir das alles zusammenbetteln und zusammensuchen aus der Mülltonne und überall her, teilweise. Das sind italienische Fahrzeuge, dann gibt es jetzt das Neueste wie der Stapler, aber dann gibt es die ganz alten deutschen Fahrzeuge. Das ist ja alles nur Attrappe, weil die sind alle auf dem Karussell. Die müssen alle gerichtet werden. Wir haben Münchner Straßenbahnen, die Linie 8, die haben wir restauriert. Also das sind ungefähr, das ist ein Zehntel aller Fahrzeuge, wo wir besitzen. Herr Nöth, ich muss Sie noch mal zum Kloster befragen, denn da sind Sie ja aufgewachsen. Ja, in der Tat, im Heim, im Kloster, im Säuglingsheim, im Kinderheim, im Kloster. Wie, und bis Sie 13 waren? Haben ja, Sie bis Sie eigentlich, ich habe dann die Lehre gemacht von 13 bis 16 bei der Firma Neckermann in Würzburg. Und da war ich auch wieder 3 Jahre im Kloster, im Salesianerkloster in Würzburg-Zellerau, wurde ich da beherbergt. Was ja jetzt, wenn wir uns Ihre Eltern angucken, die ja beide jüdisch waren, ja. Dass Sie dann in einem Kloster aufgewachsen sind, ist ja auch... Nein, das hat mit dem zu tun, Würzburg war zufälligerweise ist katholisch. Ja. Wäre ich in Nürnberg geboren, wäre ich vielleicht evangelisch geworden, hätte man mich evangelisch getauft. Es ist eine sehr kuriose Geschichte, das wäre eigentlich eine Geschichte für sich selber. Ich hatte eine Pflegemutter und meine Pflegemutter, mein Pflegevater, das war 1943 nach meiner Geburt, ungefähr 8 Wochen im Dezember 1943, wurde meine Pflegemutter animiert oder angehalten oder das wurde vom Staat her in der damaligen Zeit. Ehepaare, die kinderlos sind, sollten sich in Waisenhäusern schon mal Kinder nehmen. Nicht adoptieren direkt, sondern zur Pflege, weil die Waisenhäuser langsam voll wurden. Aber Sie wissen, dass Sie nach jüdischer Religion eigentlich jüdisch sind, weil Sie eine jüdische Mutter haben. Meine Mutter war Jüdin, mein Vater war angeblich da. Ich kenne weder noch, ich habe alle nicht gekannt. Ja. Woher haben Sie denn das dann erfahren? Dass ja, das Mutter hat man erfahren, du bist ein Bastard, du bist nicht... Ja, da gibt es die ganz einfache Aussage meiner Pflegemutter. Meine Pflegemutter war eine Sozialdemokratin hoch 3, eine sehr resolute Person, die damals in dieses Mönchsbergheim in Würzburg gegangen ist, wo das Waisenhaus war in Würzburg, oder Kindersäuglingsheim. Und da wurde ihr gesagt, ja, du bist die Margarete Elbert, das war ihr Name,
ja, ich soll da ein Kind nehmen, weil da und so weiter. Ja, dann nimmt er. Und dann hat sie gesagt, ja, dann wenn, dann nehme ich schon das Ärmste von alle, was da rumsitzt und liegt und in den Betten flackt. Ja, da hat gesagt, da haben wir so einen Bastard da hinten, der wird eh nichts, wenn der Krieg aus ist, kommt dem eh der Kopf runter. Und dann hat meine Pflegemutter, die war eben wie taff, die hat gesagt, hat mir mein Pflegevater erzählt einmal, ich werde mit dem Wolfgang, mit dem Burm weiterkommen, wie ihr mit eurem Adolf. Das werdet ihr euch noch alles anschauen können. Und die war sehr heftig. Und der David Schuster, der damalige Leiter der Münchner der Würzburger Kultusgemeinde, der ist ja leider gestorben, aber der Sohn macht das jetzt weiter. Von der jüdischen Gemeinde dort? Würzburg, ja. Der macht das ja weiter. Und mit dem alten Schuster hatte ich immer einen Kontakt, den kleinen, solange ich in Würzburg noch war. Aber ich bin ja nach der Lehre dann weg. Und da war ich 16, da habe ich meine Lehre beendet. Dann bin ich aus dem Heim raus, aus dem, wie gesagt, Salesianerheim, Don Bosco-Heim. Und haben Sie sich mit der jüdischen Religion beschäftigt? Oder? Nein, ich bin religionslos von Anfang bis. Also, ich war Ministrant, Confiteor Dei Onipotente, Beate Maria Semper Virginum, Beate Johanne Apostel. Also, ich war Ministrant, habe alles mitgemacht. Oberministrant oder Unterministrant war recht frech. Aber wie gesagt, es war vielleicht ein Schutz der Kirche, dass mich katholisch getauft haben. Ich weiß es nicht. Also von Staats wegen wäre ich nach dem Kriegsende liquidiert worden. Ja, während des Krieges. Also nein, man hat mir, das hat mir meiner Pflegemutter gesagt, wenn der Krieg aus ist, wird er eh nichts. Weil werden kann der sowieso nie was, der ist nicht arisch. Ja. Das war der Name, also, nicht arisch. Ja, ja, klar. Und dann hat meine Pflegemutter also eben ganz knallhart gesagt, jetzt wollen wir mal schauen, wer länger lebt. Ihr mit eurem Adolf oder ich mit dem Burm. Genau, also die sind damals davon ausgegangen, dass der Krieg gewonnen wird. Der wird gewonnen und den Wolfgang, den schneiden wir den Kopf ab oder was weiß ich. Aber ich habe mit Religion nichts zu tun, überhaupt nicht. Ich war zwar in der Kirche. Aber ich meine, da Sie das alles wissen, prägt Sie das natürlich auch. Das hat Sie ja wahrscheinlich auch irgendwo. Ja, ich bin stabil geworden dadurch. Mir haut nichts weg, mir haut nichts um. Also ich meine, das Leben ist ein täglicher Orientierungs. Los bin ich nicht, man orientiert sich mal hierhin, man muss schauen, dass man überlebt. Und dann muss man, wenn man überlebt hat, dann muss man auch prägen und gestalten. Und nicht nur 100 Jahre überleben, sondern man muss auch gestalten dann und Weichen stellen. Und ich bin dann, wie gesagt, ein Anhänger der SPD. Meine Pflegemutter war ja mit mir nicht leiblich verwandt. Aber ich habe, und deswegen lehne ich auch ab, die Genübertragung, die Vererbung. Meine Pflegemutter hat mir alles vererbt, obwohl ich mit Genen mit ihr nichts zu tun habe. Den Willen, den Kampf, die Bereitschaft zu kämpfen für was. Die hat mir alles übergeben. Also Sie haben eine tolle Pflegemutter gehabt? Die aber da musste ich weg, weil meine Pflegeeltern waren eine Mischehe. Mischehe? Heißt katholisch-evangelisch. Mein Pflegevater war aus Bayern, aus Aschaffenburg, aus Stockstadt. Und meine Pflegemutter war aus Babenhausen, das ist in Hessen, das nächste Dorf. Eine große amerikanische Station war das, viele Amerikaner. Und da musste eben der Wolfgang in ein Heim. Und dann hat man am besten in das erste Heim gesteckt und dann ins Kloster Münster-Schwarzach, Würzburg-Vinzentinium. Und dann musste ich weg, weil eine Mischehe, da wird der Knabe Wolfgang nicht im Sinne der katholischen Kirche erzogen. Ganz klar, der Pfarrer von Heiligkreuz, Würzburg-Zellerau. Werde ich auch nie vergessen. Ja, ich meine, das sind ja ungeheuer prägende. Werde ich nie vergessen. Und dem habe ich zu verdanken, dass ich im Kloster war. Dem habe ich jetzt auch zu verdanken, dass ich Lateinisch kann. Dem habe ich auch zu verdanken, dass ich meiner Tochter beim Abitur und bei all diesen Dingen Lateinisch helfen konnte. Die hat ja hier in München das große Latinum gemacht. Ich habe gesagt, lern Latein, dann hast du alles gleich im Griff. Sie ziehen aus allem das Positive raus. Ja, man muss immer das Beste rausholen. Denn Sie könnten ja auch ziemlich sauer auf ihn sein, dass Sie da ins Heim mussten und weg. Nein, bin ich überhaupt nicht. Bin ich überhaupt nicht, weil es führt ja zu nichts, man kann es ja nicht rückwärts drehen. Ich war da drin, ich kann ja nicht sagen, ich war nicht drin. Oder ich kriege jetzt 4 Wochen ein Hotel zahlt, weil ich da im Heim war. Nee, es ergibt sich einfach was. Und dann muss man aber selber Gas geben. Hatten Sie schon mal das Gefühl, dass Sie scheitern könnten bei einem Ihrer Aufgaben? Nee. Ich denke an meine Kinder, ich denke an die Kraft, die man kriegt, wenn man selber was tut. Nein, gib nicht auf. Und das ist wichtig. Nicht aufgeben, wenn der erste Wind geht. Nichts durch. Und da muss ich sagen, ist vielleicht Amerika auch viel besser wie Deutschland.
Jetzt geht es mit den Insolvenzdingern. Ich habe keine Insolvenz, um Gottes Willen, aber es geht. Früher war einer, wenn er eine Offenbarungsseite gemacht hat, fertig. Ja. Und in Amerika hat einer 7-mal angefangen, war 7-mal pleite und dann ist er Multimillionär geworden. Genau, man hat immer wieder bewundert, dass er von vorne anfängt. Ja, das ist wichtig, man muss immer wieder Gas geben und immer wieder den Mut haben. Und ihr bringt es mir nicht weg, die Nazis haben mich nicht weggebracht und in der Demokratie gleich gar nicht. Man muss einfach den Willen haben, was zu Ende zu führen dann. Ja, ich meine, Sie beweisen es ja alle Jahre wieder. Ich lasse mich einfach nicht aufhalten, ob ich 70 oder 80 bin, ich habe schon wieder was im Kopf. Ich lasse mich nicht aufhalten, weil ich nicht der Meinung bin, dass wir alle wieder zuschauen und nicht reden dagegen. Und ich rede nicht gegen die Stadt München, ich habe der Stadt viel zu verdanken. Ich zahle hier meine Steuern, habe hier auch mein Geld verdient. Dann habe ich ja die Pflicht, die Steuer zu bezahlen. Aber ich bin der Meinung, man muss nicht alles hinnehmen. Und wenn es die eigene sogenannte Partei ist, die man unterstützt, die man wählt, die man sympathisch findet, aber deswegen ist nicht alles richtig. Weil wir haben doch nicht hier eines, Moskau befiehlt und wir laufen alle. Das haben wir im Osten gehabt, das brauchen wir nicht nochmal. Ja, ich finde es toll, wie Sie Ihre Projekte durchsetzen und dass Sie dann immer wieder, auch wenn es da Widerstände gibt, die brechen oder auch umfahren. Ne? Ja, ich umfahre es halt gern. Oder unten durch oder hinten rum. Ne? Das ist halt wichtig. Man muss eine gewisse Schlitzohrigkeit an den Tag legen. Ein Hund ist er schon. Ne? Ein Hund ist er schon, freilich. Ich glaube, damit können wir auch aufhören. Ja, genau. Lieber Herr Nöth, ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihrem neuen Projekt. Danke. Alles Gute. Prima, danke. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Wenn wählen, dann richtig. Jetzt Testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe, fünfmal in und um München. Just Drive.